Harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen und deswegen zeige ich euch ein paar meiner Beauty-Favoriten unter 15 Euro. Und teilweise sind die Produkte so stark reduziert gerade, dass ich mir gedacht habe, das ist ein ganzes Video wert. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich auf dieses Video sehr, schon seit einer Weile. Ich muss euch ein Geheimnis verraten. Also, ich bin ja die Schnäppchenmaus Nummer 1. Nummer 2. Meine Mama ist Nummer 1. Und ich kriege ab und zu von einem Vögelchen gezwitschert, welche Angebote es wann gibt. Sodass ich mich darauf so ein bisschen in meinem Content natürlich auch vorbereiten kann. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, wahrscheinlich, es sind gerade die Amazon Prime Day Deals. Und da gibt es einfach so viele Angebote, sehr, sehr günstig. Übrigens, ganz wichtig, das ist kein Video, bei welches von Amazon gesponsert wird, sondern ihr kennt die Links unten, darüber kriege ich eine kleine Provision, wenn ihr die Produkte über diese Links kauft. Amazon hat mich aber nicht beauftragt, dieses Video zu machen. So, und ich dachte mir, es wäre doch vielleicht eigentlich mal gar nicht so schlecht, euch ein paar Schnäppchen zu zeigen, die sich wirklich lohnen. Einige dieser Produkte kennt ihr, aber wir werden probieren, ein komplettes Full-Face-Make-up mit Produkten jeweils unter 10 Euro hinzukriegen. Ich glaube, das teuerste sind gerade 12 Euro, immer noch deutlich, deutlich günstiger als sonst. Wir starten auch direkt mit dem ersten und das sind Primer. Vielleicht wusstet ihr es noch gar nicht, aber es gibt jetzt endlich, endlich Elf bei Amazon. Elf. Unter anderem diese Primer, einmal den Power Grip Primer und den Power Grip Plus Niacinamid Primer. Der ist genauso wie der Power Grip Primer, nur hat er nochmal Niacinamid drin und pflegt die Haut noch ein bisschen besser. Der Vorteil dieser Primer ist, dass das Make-up einfach wirklich hält. Also es hält nachweislich. Ich habe damals ein Video dazu gemacht. Ich habe wirklich eine Seite nur mit Primer auf. Also ich habe auf der einen Seite damals den Primer benutzt, auf der anderen Seite kein Primer. Ihr merkt es schon sofort. Es wird gleich klebrig und das Make-up hält richtig gut. Lasst das Ganze kurz einziehen. Es gibt ihn natürlich auch ohne Niacinamid. Der wird noch ein Stückchen klebriger. Also das müsst ihr wissen. Wenn ihr ein bisschen weniger Klebrigkeit haben wollt, würde ich den hier mit Niacinamid nehmen. Ansonsten wirklich beide gleich. Elf ist ja eh schon eine so günstige Marke und ich glaube, aber nagelt mich drauf nicht fest, ich glaube beim Kauf von den Primern und von ein paar von den Skin-Produkten gibt es ein Skincare-Produkt irgendwie gratis mit dazu. Ich schreibe euch das einmal unten in die Infobox. Ich verlinke euch übrigens auch alle Produkte, die ich in mein Gesicht bringe, unten in der Infobox, einmal einzeln und ich packe euch nochmal die Amazon Prime Deals Liste unten mit dazu, weil es ist ja wirklich alles. Es ist nicht nur Beauty, es ist Technik, es sind Kühlschränke, es sind Handys, es ist alles. Man kann da wirklich viel, 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 viel Geld sparen. Und ich war ja neulich mit Amazon in London und dort haben wir festgestellt, dass viele wirklich sammeln in ihren Ideenlisten die Produkte, die sie für diese Tage haben wollen, um zu schauen, ob sie deutlich günstiger sind. Also vielleicht habt ihr ja was auf eurer Wunschliste könnt da nochmal das ein oder andere Schnäppchen schlagen. So, ich habe mir sogar Notizen gemacht, was sehr selten ist, aber dann bereite ich mich natürlich ganz besonders auf dieses Video vor. Es gibt derzeit das Tinted Serum von L'Oreal, 39% günstiger und das wird viele von euch freuen, die Perfect Match Foundation, 44% günstiger. 44% günstiger. L'Oreal ist ja eine der teureren Marken in der Drogerie. Jetzt 44% günstiger ist ein absoluter Schnapper. Und ich weiß, dass viele in meiner Community auch schon reifere, texturiertere Haut haben. Dafür sind diese beiden Foundations wirklich beide extrem gut. Schaut euch mal bitte die Kombination aus dem Elf Primer an und dieser Foundation. Erstmal Color Match ist, würde ich sagen, ein absoluter, absoluter Volltreffer. Das geht so, so schnell. Und durch diesen Power Grip Primer sieht das Make-up nicht nur deutlich ebenmäßiger aus, weil so trockene Hautschüppchen auf eurer Haut einfach festgeklebt werden an eurer Haut und das Make-up dann darüber viel, viel schöner gleiten kann. Seht ihr das, wie schön die Haut aussieht? Hier müde, gestresst, genervt. Ich habe im Moment ganz, 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 ganz fiese Hautprobleme für meine Verhältnisse. Und hier habe ich einfach gerade alles für 44% günstiger reduziert. Ich liebe. Ich glaube, tief in meinem Herzen bin ich ein Schnäppchenschwabe. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Das geht super, super schnell. Einer meiner liebsten Foundations von L'Oreal überhaupt ist die Perfect Match. Die hat so ein bisschen. Die reflektiert so ein bisschen. Gerade wenn ihr vielleicht wirklich strukturiertere Haut habt, könnte das wirklich genau die richtige Foundation für euch sein. Jetzt wird es ein bisschen spannend, weil ihr einige Produkte schon kennt. Die zeige ich euch jetzt nochmal. Die bringe ich jetzt nicht in mein Gesicht. Das ist von Key Best. Sind das diese Contour Bronze? Sehr, sehr ähnlich zu den von Charlotte Tilbury. Inspiriert dadurch. Packaging sehr ähnlich. Wir haben Blushes, wir haben Contour Bronze. Habe ich euch ganze Videos schon gezeigt. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie pigmentiert die sind. Ein bisschen hier. Ausblenden. Kontur. Kontur. Sehr, 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 sehr gut. Aber
Eine Blush-Kombi wollte ich euch einmal zeigen. Es gibt ja jetzt bei Amazon auf. So, und diese beiden sind genial. Wir haben hier einmal die Farbe Peach Perfect. Ist ein sehr, 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 sehr heller Ton. Liebe ich sehr, um den in meinen Concealer zu mischen. Das machen wir jetzt gleich. Und die Farbe Bronze Bombshell. Sehr, sehr pigmentiert. Und diese beiden zusammen ergeben einen wunderschönen Terrakotta-Ton. Pinselset wollte ich euch aber nochmal mit auf den Weg geben. Das ist von Jess Up. Das ist genau besser. Besser als das von Morphe, wie ich finde. Und ich nehme jetzt einfach so ein bisschen von dem Blush und setze mir den unter die Augen und gleich so ein bisschen in die Blush-Richtung. Was ist der Vorteil davon? Nicht nur, dass das Pink gleich so ein bisschen die Augenschatten auskorrigiert, sondern ihr kriegt so einen natürlichen Flush unter die Augen. Sieht jetzt noch ein bisschen verrückt aus. Dann mische ich mir noch ein bisschen was hiervon und kombiniere das mit der Bronze Bombshell Farbe. Ganz ehrlich, dieses Pinselset alleine schon, das ist ein High-End-Pinselset. Also, ich habe ja auch das von Morphe und von Ariel. Gut, aber halt 100 Euro, ne? Und 100 Euro für ein Pinselset, ja, ist eine sportliche Nummer. Aber ihr habt hier einfach so, das sind High-End-Pinsel. Und ich glaube, es sind 26 verschiedene Pinsel mit drin. Ich blende euch hier mal das Video ein zu diesem Pinselset. Da ist ja wirklich alles mit dabei und auch das haben viele von euch schon bestellt gehabt. So, und jetzt habe ich ein sehr geblushtes Ergebnis. Darüber kommt jetzt Concealer. Ich glaube, ich habe sogar den Augenlöscher gesehen, der 35% günstiger oder so, also 8 Euro. Darüber jetzt Concealer. Love it, love it, love it. Eine Sache, die ihr unbedingt kennen solltet. Ich glaube, das ist offiziell, ist es noch gar nicht in Deutschland angekommen. Das Power Grip Dewy Setting Spray. In Amerika absolut beliebt gewesen. Gibt es bei Amazon, ne? Da habe ich es ja. Das ist der Primer in dem Fixing Spray. Der Primer sorgt ja dafür, dass das Make-up lange, lange hält. Das Fixing Spray verschließt das Ganze nochmal. Der Sprühnebel ist so fein, dass du das Gefühl hast, dass du gar nichts ins Gesicht abbekommst. Einmal kurz antrocknen lassen und dann hält das Make-up. Ihr müsstet das prinzipiell jetzt gar nicht fixieren, aber ich will das hier noch mit reinnehmen. Das ist nämlich diese NYX-Palette. Ich glaube, die kennt ihr alle mittlerweile. Wenn nicht, habt da definitiv was verpasst. Das war damals, so als ich angefangen habe mit YouTube, war das das Ding. Das Ding. So, die hat, glaube ich, damals 24 Euro gekostet. Kostet gerade 13 Euro. 36% günstiger. Und ihr habt da wirklich viele gute Farben mit drin. Was ich damit ganz gerne mache, ist, ich gehe einfach in diese beiden Töne hier so ein bisschen rein und damit kann man das Make-up super gut fixieren. Das ist eine Professional-Palette, ne? Also ich finde, NYX hat so ein bisschen, NYX heißt ja NYX Professional Make-up. Ich habe das Gefühl, dass die neuesten NYX-Produkte aber so ein bisschen das Professional verloren haben. Es ist halt sehr trendy alles in der Drogerie. Dieses Produkt aber, einfach hier rein, ist so ein All-Time-Favorite, was spektakulär ist. Ihr könnt mit dem Microfiber Multi Tool Mini hier reingehen und fixieren. Ebenfalls mit dem Lamora Pinselset habt ihr alles mit dabei. Boom. Kontur. Ihr könnt ihr als Lidschatten benutzen. Das ist so eine Palette. Wenn du die hast, brauchst du eigentlich, bin ich ehrlich, brauchst du eigentlich nichts anderes. Alles andere sind natürlich immer so Spielereien. Da hast du ja alles mit dabei. Da brauchst du im Prinzip nichts anderes. Was ich dann immer ganz gerne mit dieser Palette gemacht habe, ist, ich gehe einfach hier dann in so diese Farben. Die ist sehr, sehr schön. Kann man hier unten nochmal so ein bisschen aufhellen. Nase aufhellen. Unter den Augen ist die Farbe toll. Und sehe aus, als hätte ich den Tan meines Lebens. Ganz, 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 ganz toll. So, und wir müssen nochmal über diese Lamora-Paletten reden. Ihr wisst ja, ich bin Natascha Denona und ich würde Natascha Denona wirklich gerne einmal kennenlernen in meinem Leben. So, aber ihr seid mir näher als Natascha, bin ich ehrlich. Und wenn ich sage, es gibt günstigere Alternativen, die besser sind als die teuren oder, also, was heißt besser? Du kannst nicht 80 Euro mit 9,99 € vergleichen. Ich glaube, gerade sind die sogar noch günstiger. Die habe ich aber nicht auf der Liste gesehen. Diese Lamora-Paletten gibt es. Es gibt, glaube ich, vier, drei davon habe ich. Einige haben die auch von euch schon. Wir haben einmal die Bronze Dream Palette. Ein Traum. Diese Schimmertöne. Butter, butterweich. Wir schminken gleich einen Look. Butterweiche Farben, warme Palette. Wir haben ich glaube, meine liebste ist die Attraction-Palette mit diesen kühlen, grauen Farben. Aber ihr habt trotzdem so warme Schimmertöne in Gold, in Roségold. Butterweich. Also, ich finde, Natascha war ja immer so ein bisschen die Maus für die Schimmertöne. Lamora ist die Maus. Oder ihr benutzt die Nude
Eyeshadow-Palette mit so roséfarbenen Tönen. Ich habe ja jetzt schon sehr viel in meinem Gesicht. Nehme ich mir jetzt einen großen, fluffigen Pinsel, gehe in die Farbe Cocoa. Ich glaube, das, ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht meine Liebste ist, weil die so, die ist wieder so erwachsen, ne? Da hast du halt alles mit dabei. So ein schöner grauer Ton, so ein grauer Lidschatten sieht immer sehr edel aus. Nicht so viel blenden, Freunde. Verschwendet nicht eure Lebenszeit, um 2 Stunden Lidschatten auszublenden. Ein bisschen rauf. Da mische ich so ein bisschen Cinnamon mit rein, um es hier ein bisschen aufzuwärmen und dann in den Blush mit reinzubringen. Ganz romantischer, zarter Look. So ein bisschen in die Nude-Richtung. Ich mag das ja ganz gerne, wenn es so ein bisschen kühler ist. So, jetzt nehme ich denselben Pinsel und gehe in die Farbe Halo. Und duste das hier einfach nur rüber. Seht ihr diesen Reflex? Das ist so ein Multi-Effekt-Schimmerton. Also das ist nicht nur so ein klassischer cremiger Schimmerton, sondern der hat so ein bisschen mehr Bewegung mit drin. Sieht sehr, sehr nass auf dem Augenlid aus. Wie einfach war das? Quartz, sehr, sehr schön. Ist hier so ein Rosé-Schimmerton. Inner Corner. Boom. Könnt auch ein bisschen unter die Augenbraue setzen. Ihr seht ja, guck mal, wie weich die sind. Also wenn ich hier reindrücke, habe ich so eine Kuhle mit drin. Butterweich. In der Attraction-Palette haben wir aber auch noch so ein paar Liner. Und in diesem Pinselset von Jess Up ist auch so ein flacher Eyeliner-Pinsel drin. Ich glaube, ich bleibe mal heute bei einem etwas helleren Liner, nehme die Farbe Stone und setze mir da einfach nur einen ganz, ganz kleinen Wing hier hinten hin. Freunde, wisst ihr was? Ich liebe günstiges Make-up. Look at me! Schaut euch das an. Ich sehe gebräunt aus, ich sehe getannt aus, ich sehe aus, als hätte ich wirklich viel Make-up in meinem Gesicht. Habe ich auch, aber man sieht es halt nicht. So, mit dem Spray rüber, dass es alles nochmal richtig schön zusammenschmelzen kann. Und auf die Augen kommt natürlich noch eine Mascara. Letzte Mal haben, ich habe es gesehen in der Auswertung, 800 Leute diese Mascara bestellt für den Angebotspreis. Die Skyhem Mascara ist 40% günstiger, 7 Euro. Die kostet sonst 13 Euro, 12 Euro. Absolutes Must-Have, diese Mascara. Meiner Meinung nach mit einer der besten Mascaren, die es in der Drogerie gibt, fokussiere ich nur hier außen hin. Es könnte auch so ein Wedding-Look sein, ne? So ein bisschen Hochzeits-Make-up sieht es aus. Es ist so zart, es ist so ein bisschen glossy. Die Haut sieht so glossy aus und dann diese Lamoralicia. Seht ihr diesen Reflex? Kommt nochmal ran. Seht ihr diesen Reflex auf den Augen? 9,99 Euro Lamora. Ich würde mich ja wirklich gerne mal mit den Mäusen da von Lamora oder Jessup oder so zusammensetzen und wissen, wie, verstehen, wie sie das hinkriegen. Für die Lippen benutzen wir jetzt, was benutzen wir denn da? Das mag ich eigentlich ganz gerne, diese Halo Glow Beauty Ones. Einfach nur ganz leicht rüber. Das ist ein absolutes Mäuschen-Make-up hier. Es ist ja wirklich, es ist viel Make-up natürlich, aber ich möchte einfach, dass ihr die Angebote irgendwie in einem Video zusammen kompakt bekommt. Also, wir haben die Lamora Paletten Elf generell bei Amazon, Perfect Match Foundation, Tinted Serum Foundation, die NYX Palette für 13 Euro. Ich verlinke euch einfach nochmal, tut mir leid, ich bin so ein bisschen, ich verlinke euch einfach nochmal unten alle Angebote, die ich persönlich gut finde, unten in der Infobox, wo ich sage, da lohnt es sich auch wirklich zuzuschlagen. Ich packe euch die Startseite nochmal mit rein, aber ihr wisst, was gut ist. Ihr kennt die Preise und ihr wisst, wie ihr ein bisschen Geld sparen könnt. Ihr wisst, welche Produkte ihr bevorzugt und welche nicht. Schaut da einfach gerne mal vorbei. Nehmt euch die Zeit, schaut auch nochmal durch, ob es vielleicht Produkte gibt, die ihr gerne haben wolltet, wo ihr gesagt habt, oh, die waren mir aber immer ein bisschen zu teuer. Ich warte die ganze Zeit auf den Amazon Prime Day für ein Fußmassagegerät. Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zu geizig, den vollen Preis zu bezahlen. Und jetzt sind die Tage da. Heute ist es noch nicht so weit, aber dann soweit es ist. Ich habe es schon auf meine Ideenliste gesetzt. Bestelle ich mir ein Fußmassagegerät. Freue ich mich sehr drauf. Ich bin gespannt, was ihr für Schnäppchen macht. Nutzt gerne die Links unten in der Infobox. Damit unterstützt ihr mich und diesen Kanal natürlich auch wirklich sehr, sehr, sehr. Und ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen, ihr kleinen Schnäppchenmäuse. Tschüss.